Ist gleich 21 Uhr. Dann kommt der 21 Uhr Fisch. Das war gerade Fisch und Chips. Haben wir geangelt. Ja, ist auch ein Fisch. Wie gesagt, den ganzen Scheiß packen wir hinterher in den Recycler. Ist also nicht verschwendet, wenn wir hier angeln. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr. Ich glaube, ich kann hier noch nichts fangen. Ich glaube, ich bin noch zu low, Bob. Ich glaube, ich bin noch zu low, Bob, um hier was zu fangen. To the max! Hit it! Oh! Huh. Huh. Oh, ist schon spät. Ich muss nach Hause. Oh, ist so spät. Ich glaube, das war. Die Tampons sind wieder aggressiv um diese Jahreszeit. So, wir haben ein paar Fische haben wir ja. Das war, ja, das was war, ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Es hat mich hart rangenommen, möchte ich sagen. Halt, einen davon brauchen wir für hier unten. Ein Wutzkip. Und wir haben eine Menge Müll. Was ist das? Eine Günther. Das ist wieder eine Günther-Angelegenheit. Akte Günther. Die Morchel. Was war mit der Morchel nochmal? Wofür braucht man die nochmal? Oh, ich hab's vergessen. Wir brauchten für irgendwas eine Morchel. War das auch fürs Gemeindehaus? Gemeindehaus? Wieso gehe ich mit der Stimme immer so hoch? War das auch fürs Gemeindehaus? Weiß ich nicht mehr. So, Batterien. Ja, easy going. Batterien. Natürlich. Locker. Machen wir. Ich frage mich, ob es nicht besser ist. Ich weiß nicht, je nachdem, wie oft es gewittert. Sollten wir vielleicht mal gucken. Guck mal, da kriegen wir wieder Quarz. Und na gut, das Holz ist unspektakulär, aber was man hat, das hat man. Erstmal die Elsholz-CDs hier reinbraten. So, hier rein, da rein, da rein. Dann haben wir wieder ein bisschen Müll, das ist sehr gut. Aus der Mine. Huch, die Brillen. Hä? Wieso mache ich denn rechte Maus? Hä? Bin ich doof? So. Den Quartz. Halt, ich habe noch Müll vergessen. Den Quartz packen wir da rein. Und den Müll. Wo ist denn der andere Müll? Da ist der andere Müll. So, den tue ich auch nochmal rein. Dann können wir hier die ganze Zeit schön alle da reinballern. So. Ich weiß, da drüben ist wieder Sepp fertig. Der Sepp ist wieder fertig. Und was ich aber auch nicht vergessen darf, es ist jetzt 23 Uhr. So, und dann mache ich mal ganz kurz eben den hier. So, habe ich mal ganz kurz hier. Einmal mal wieder eingetütet. Ganz ehrlich, da können wir noch lange von zehren. Die 299, ich weiß nicht genau, ich mache die trotzdem, ich lagere die trotzdem immer ein. Auf Dauer lohnt sich's ja. Okay, Mayonnaise habe ich schon verkauft. Die Dose hätte ich ja weglegen können, ich Dovi. Und das Driftwood. Und natürlich den Schleim. So, die Morchel ist für da und ehrlich gesagt, ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Ich habe alles vergessen. So, warte. Die Morchel, die kommt nämlich jetzt auch hier rein. Die Morchel, denn hier mal Pilze drin. So, Morcheln haben wir relativ selten. Batterien machen wir unten rein. Und dann Driftwood und Joja kommt hier rein. Driftwood und die Joja Cola. Ich weiß nicht genau, warum ich die. Ah nee, die habe ich da unten drin, ne? Ich pack die mal hier rein, weil die Müll ist. Ich weiß nicht, ob die Müll ist. Ich habe keine Ahnung, wofür ich die brauche. Ich kann die natürlich trinken, aber ja. So, und dann hier nochmal. Ah, nee, hätte ich auch gleich hier reinpacken können. Das hier, der Schleim. Und ansonsten, die zwei CDs haue ich auch nochmal direkt wieder rein. Zack, haben wir schon wieder Quarz. Dafür ist der Müll halt echt super. Denn wir sparen, pro Ding sparen wir immer ein Kohle und kriegen dafür Refined Quartz. Das ist schon sehr, sehr geil, was das angeht. Okay. Was ich auch nicht vergessen darf, ist das hier. Jetzt wird es aber schon langsam spät. Jetzt muss ich mal langsam wieder nach Hause. Und ich weiß, da ist wieder was fertig. Hallo. Jetzt mach doch zu. Komisch. Egal, nehme ich jetzt trotzdem mit. Da unten auch, da unten nicht. So. Die ganzen Kleinigkeiten jetzt nochmal machen, bevor wir schlafen gehen.
Und dann kommt das Spannendste des Tages. Wir gehen nämlich schlafen. So, 7 Batterien haben wir schon. Das gefällt mir sehr gut. Der Honig kommt in den Kühlschrank. Ich weiß nicht genau, tut man Honig in den Kühlschrank? Es ist mir ein Rätsel, ob man das macht. Ich weiß nicht genau. Oh, jetzt wollte ich mit dem Pferd schlafen gehen. Also platonisch, ne? Wir sind platonisch. So, wir sind zweimal zusammen und mein Gemächt prangt immer auf seinem Rücken, aber es ist einfach eine platonische Sitzbeziehung. So, das haben wir alles. Den Schuh, komm mit Boots, die müssen wir auch noch, wie gesagt, in die Kiste packen oder alle verkaufen. Ich weiß noch nicht genau. Jetzt aber erstmal pennen gehen. Ja. 900 für die Mayo, na, das ist ja jetzt nicht so viel. Es ist jetzt nicht so. So. Okay, guten Morgen. 8200. Oh. Das hat gut. Morgenflöte durchgeputzt. Und dann. Tja, was machen wir heute? Heute ist wieder ein guter Tag für Angeln oder ich drücke mich vor der Höhle. Ich weiß nicht genau. Eins von beiden könnte richtig sein. So, also privat, ich möchte das festhalten. Privat tue ich Honig auch nicht in den Kühlschrank. Ein Entenei! Wir haben ein Entenei. Was machen wir denn damit? Und wir haben, guck mal, die Enten. Die Enten sind erwachsen. Also gut, das sind natürlich gerade pubertierende Teenager. Deswegen sehen die so verschmitzt aus. Aber die sind erwachsen. Können wir jetzt Entenmayonnaise machen oder was machen wir damit? It's still warm. Also schön, aber was können wir denn mit... Können wir Entenmayo oder was machen wir denn daraus? Ich glaube, die behalte ich und die packe ich in den Brüter, oder? Weil ganz ehrlich, Enten sind mega teuer. Wir sollten eigentlich Enten züchten. Wir sollten Enten züchten. Und wo kriegt man Entenfeder her? Hey, gib mir mal eine Entenfeder. Donald, gib mir eine Entenfeder. Süß-sauer, gib mir auch keine Entenfeder, die sind gemein. Mama. Mama, die geben mir keine Entenfedern. So, lasst euch füttern. Und 5, lalala, 2, ich mach mal hier wieder großartige Eier rein. Dann kriegen wir wieder großartige... Da ist noch was. Noch ein großartiges Ei. Ihr seid so super. So. Tatsächlich sind es Erpel. Es sind Erpel. Ich weiß nicht genau, wie die Eier legen. Aber gut, ich glaube, das verschmerzen wir einfach mal. Denn weibliche Enten sind ja eher so bräunlich. Die mit dem grünen Kopf sind immer Männchen. Also Erpel. So, viel Liebe auch im Kuhstall. Ja, ich hab euch alle lieb. So. Lasst euch pressieren. Und natürlich auch... Gut, masturbieren passt ja nicht ganz, aber es reimt sich so schön. So, okay, dann hier auch nochmal ganz kurz. Einfach den Eimer voll. Und dann hier nochmal. So. Din, din, din. Okay, 4 normale... Ja gut, das ist... Hier ist nicht so viel Liebe heute, aber ist egal. Ich nehme jeden Käse, den ihr auftischt. Dafür dürft ihr auch nicht raus. Na gut doch. So. Hier wachsen die Dinger schön. Diese komischen, das sind die Parsnips, ne? Die Parsnips wachsen. Hier verfällt die Erde leider wieder ein bisschen. Weil wir da nichts gepflanzt haben. Was doof ist, weil wir da natürlich... Da haben wir natürlich Dünger reingesteckt und jetzt bringt das nichts. Das ist natürlich ein bisschen schade. Wir hätten direkt was pflanzen sollen. Naja, schade, schade, schade. So, die latschen hier alle durchs Feld. Ich muss da dringend Zäune drum machen, eigentlich. Aber ich will natürlich nur Hartmutzäune machen. Apropos Hartmutzäune. Ich habe den Eimer wieder mitgenommen. Ich habe, Eimer mitgenommen. Ich würde die Aprikose gerne in das Maschinchen stecken, aber es geht aber nicht. Es wäre so schön. Wieso halte ich diese Dinger hier eigentlich? Ich überlege gerade, ob ich den verkaufe, weil ganz ehrlich... Hier, das schmeiße ich auch mal weg. Ich weiß, ich überlege gerade, ob ich den verkaufen soll. Der bringt ja ein bisschen Geld, ne? Der bringt ja mal ein bisschen Geld. Was theoretisch ganz gut ist. Aber andererseits möchte ich den behalten, weil der Seltenheitswert hat. Weißt du, den gibt es nicht so oft im Spiel. Und darfst du den gefunden haben, da will ich ihn eigentlich nur mal... Will ich schon behalten. Ich weiß nicht genau, ich weiß noch nicht genau, ob ich das nicht irgendwie... Vielleicht behalte ich ihn einfach. So. Lasse reden. Weißt du, lasse reden. Die Dinger behalte ich hier alle mal. Pumpkin. Oh, ich muss nochmal wieder ein Pumpkin schenken. Wie sieht's denn überhaupt aus? Herztechnisch. Gott sei Dank, sie liebt uns immer noch.
So, jetzt erstmal ein bisschen Müll verkaufen. Hier. Man glaubt es gar nicht. So. Okay. Weißt du was? Wenn man den jedes Jahr kriegt, dann kriegen wir den auch jedes Jahr. Heute. Heute ist ein Günther-Tag, denn ich will unbedingt die Dwarf Scroll auch zu ihm bringen. Artefakt, vielleicht, wir kriegen natürlich wieder nichts von Günther, der verschissene Günther. Frozen Geode, die Geoden können wir natürlich auch wieder wegbringen. So, dann haben wir das mal gemacht. Dann gehen wir heute mal zum Günther. Heute ist ein Günther-Tag und dann schauen wir mal. So, hier oben. Heute ist ein Günther-Tag. Ah, ich glaube, der hat noch gar nicht offen, ne? Doch, der hat offen. Herr DK, wie sieht's denn... Ja, kein Geschenk. Nee. So. Bitte einmal die Geoden aufbrechen. Hier. Was ist das denn? Ach, Jasper, natürlich. Ach, geil! Iridium! Ich glaube, ich hätte noch Glück checken sollen, aber ganz ehrlich, läuft heute. Was ist das? Basalt, natürlich! War ja gut, Stein. Kann man auch mal rauchen. Was ist das? Neptunit! Was immer das ist, ich habe keine Ahnung, aber läuft! Stein, okay. Was? Ein PC? Dwarf Gadget? Was? Was macht es? Wir werden es erfahren. Den haben wir schon. Okay, Inventar läuft gleich voll. Haben wir schon. Von der Eck. Okay, Lehm haben wir auch schon. Ja, haben wir auch schon. Ah, ja, läuft. Okay. Ich weiß nicht mehr, was das war. Granit, okay. Ja, hier läuft. Oh, stimmt. Ich geh mal kurz abgüntern. Ja, ich komme gleich wieder. Ich geh mal kurz abgüntern. Ich schau mal ganz kurz. Günther? Aber 3 Iridium, das ist natürlich schon unverschämtes Glück eigentlich. So. Ich hasse Günther. Ich hasse Günther. Denn Günther stinkt nach Mett. Ich hasse Günther. Der will alles haben, was ich hätte. Ich hasse Günther. So. Okay. Das ist so ein Sitzdonut fürs Flugzeug, weißt du? Der Günther will nur, dass wir das donaten, damit er das haben kann. Der fiese Sack. Günther ist so scheiße, niemand hat ihn gern. Günther ist so scheiße, er kommt vom anderen Stern. Niemand ist so scheiße wie der Günther. Die ganze Stadt schaut auf ihn herunter. So. Okay, hier, Günther kann uns mehr darüber erzählen, er macht es nur nicht. Die Dwarf Scroll. New Reward, yeah! Und noch eine Holztrommel, die tue ich mal... hier. 3 Rewards und ein Zwergen-PC. Den tue ich mal hier hin. New Reward, Alter! Und hier nochmal. Heute läuft. Und Günther. Kein Reward, okay. Na dann, gib mal her, Günther, lass knacken. Alter, eine Bärenstatue. Drumblock, was? Plays a drum sound when you walk past. Oh, die Morgenflöte. Die Morgenflöte kriegt eine zweite Runde. Burnt offering, can be placed inside your house. Okay. Skeleton, can be placed inside your house. Dwarvish translation guide teaches you Dwarvish. Wir können jetzt Zwergisch. Nice one. Okay, Günni. Heute bist du okay. Aber nur heute. Das Arschloch. So. Jetzt gehen wir mal noch ganz kurz zu DK. So. Gut. Und wir prozessen noch ein paar Geoden. Ich glaube, ja, 3 können wir noch. Nehmen wir mal genau diese 3 hier. Das ist Malachit. Haben wir das? Hat der Günther schon unser Malachit? Oh, 3 Kohle. Juhu. Und El Klumpo. Kohle. Fool's Gold. Achso, das haben wir, glaube ich, schon mal gefunden. Was ist das denn?
Ist es wieder Günther-Zeit? Nein, Soapstone. Ja, Soapstone! Es ist Soapstone. Wo kenne ich denn den her? Der ist Soapstone. Okay, Malachit haben wir auch schon. Das hier, Pyrit, haben wir auch schon. Marie Pyrit, kennst du vielleicht? Die ist ja bekannt. Soapstone. 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 So. Ich würde gerne zwei Dinge tun. Es ist 11 Uhr morgens. Zwei Dinge würde ich gerne tun. Soapstone. Soapstone. Kommen gleich wieder viel links. Ich weiß, das Pferd wartet oben. Ich wollte mal ganz kurz hier was gucken. Hallo. Na, jetzt. It's old and faded. Okay. Our beloved Mona, unsere geliebten Mona. Ich weiß natürlich nicht, wer Mona ist. Das tut mir natürlich sehr leid für die Mona. You translate the Dwarvish. Ja! Stand between the pillars three with gift as precious as the sky. A rainbow forged from land not sea. Then galaxies will heed your cry. Was? Stehe zwischen drei Säulen. Ich weiß genau, wo es drei Säulen gibt. In der Wüste gibt es drei Säulen, wo ich mich gefragt habe. Da habe ich mich gefragt, das ist gar nicht so lange her. Obwohl, inzwischen nehmen wir schon wieder knapp 4 Stunden auf. Ist schon ein bisschen her. Ist schon ein bisschen her. In der Wüste stehen drei Säulen. With gift as precious as the sky. A rainbow forged from land not sea. Ein Regenbogen, der auf Land geschaffen wurde, nicht auf der See. Ist es vielleicht ein Rainbow Shell? Wir haben nur ein Rainbow Shell. Then galaxies will heed your cry. Da kriegen wir 100 Pro wieder so einen Starfish. Starfish, sondern diese Rain... weißt du schon, ne? Diese, weißt du schon. Hier, diese besonderen Dinger. Warte mal. Ich schreibe mir das mal eben ganz kurz auf. So, was denn? Pillars, drei Pillar. Drei Pillars, Rainbow Forge from Land not Sea. Forged from Land. Okay, mehr muss ich ja nicht machen. Das muss ich mir auf jeden Fall, habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben. Ich hoffe, ich finde das später wieder. Schauen wir mal. So, das wollte ich nochmal gucken. Und dann wissen wir jetzt endlich, was auf dem Grabstein steht. Aber was es bedeutet, weiß ich nicht. So, hier rüber. Unser Inventar ist eh voll. Wir müssen auch mal unsere Bude ein bisschen ausbauen, ne? Wir müssen mal unsere Bude ein bisschen ausbauen. Ich muss auch mal ein paar Sachen wegbringen. Blöde Kuh. So, Entschuldigung. Nein, die Pam ist super. Die Pam ist super. So. Was soll ich mit dieser blöden Bärenstatue jetzt? Also ganz ehrlich, wenn... Toll, ist ein Traum. Was ist das jetzt hier? Kann ich das in die Wand hängen? Wow, voll gruselig. Das ist ehrlich gesagt nicht so geil. Alle meine Freunde! Alle meine Freunde! So. Ja, geil. Alle meine Freunde. La 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 la. Wir haben noch ein bisschen was für den DK haben wir noch ein bisschen was. Aber wir müssen natürlich den ganzen Kappes erstmal wieder ablegen. Und das mache ich natürlich erstmal in Höhle. Die Enten sehen so pumsig aus. Das ist so süß. Die haben so pumsige Köpfe. So richtig. Dass man das nicht so richtig in die Hand nehmen, dass die so vorne so dicke Böckchen kriegen und dann können die gar nicht so richtig. Die sind so süß, Alter. So, Entschuldigung, wir sind Hardcore. Entschuldigung, hab ich vergessen, wir sind ja Hardcore hier unterwegs. Hier wird es langsam ein bisschen voll drin, ne? Dolomit, ist das nicht so ein Abführmittel? Malachit, es wird langsam doch ein bisschen voll hier drin. Mudstone, Soapstone ist auch ein Mineral. Wir sollten uns für den Kappes mal eine eigene Kiste machen. Wir sollten uns.
Ja. Wir sollten uns mal für diesen Cup eine eigene Kiste machen. Vielleicht, das sollten wir vielleicht nicht so, das sollten wir vielleicht nicht hier drin. Hier kommen wir so die Rohstoffe, hier, lalala, vielleicht auch noch Diamanten und sowas. Aber ich glaube, brauchen wir die überhaupt? Das ist die Frage. Diese Mineralien, brauchen wir die für irgendwas? Weiß ich gar nicht. Brauchen wir die für irgendwas? Ich horte die immer. Ich weiß aber nicht wofür. Ich weiß nicht wofür. Pyrit habe ich damals, glaube ich, verkauft, ne? Ich bin mir nicht sicher. 7 Jade. Können wir mit dem noch irgendwas machen? Gut, Iridium brauchen wir. Aber hier sowas. Gut, Quarz brauchen wir auch. Aber Dolomit brauchen wir nicht. Außer wenn wir Kopfschmerzen haben. Malachit brauchen wir nicht. Mudstone brauchen wir nicht. Soapstone. Haben wir wirklich genug, ehrlich gesagt. Kann man aus dem Fire Quartz vielleicht noch irgendwas machen? Frozen Tier, ganz ehrlich, haben wir 10 von. Die goldenen kann ich ja behalten. Die behalte ich auch mal für Abigail. Aquamarin kommt auch mal weg. Vielleicht sollte ich von jedem einen, oder? Ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Emerald will ich auch mal behalten, weil, ne? Irgendwie erkenne ich da eine Gemeinsamkeit. Die Quartz werde ich auf jeden Fall noch eindingsen. Die Quartz werde ich auf jeden Fall noch eindingsen. Ja, da ganz ehrlich, brauchen wir nicht. Kalzit, Alamit, Arinit. Okay, wir haben keinen Platz mehr. Aber hier sowas wie Topar. Ein Topar, ein Topar. Ja, ist egal, die können wir auch später verkaufen. Okay, ist egal, wir ballern die alle weg. Wir ballern die alle weg. Crystal for the Yeti. Okay, huch. Oh, die wachsen langsam. Das finde ich sehr gut. Auch wenn die erst im Frühling wieder was geben. Und zwar nächsten Frühling, nicht mehr diesen. Jetzt die Frage natürlich. Bevor wir verkaufen, wie sieht's hier aus? Brauchen wir irgendwas? Braucht hier irgendwer irgendwas in der Richtung? Nein. 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 Das wäre wahrscheinlich auch zu einfach. Das wäre den feinen Herrschaften wahrscheinlich zu einfach. Ich weiß es gar nicht. Hier ist nix. Die Bundle. Achso, das haben wir gerade eh schon gehabt. Fishing Bundle. Ich gucke hier nochmal ganz kurz durch, ob inzwischen irgendwas anderes. Large Mouse. Bass. Das haben wir nicht gefangen. Karpfen haben wir gefangen, oder? Ich weiß nicht, wo die alle herkriegen. Ich habe keine Ahnung, wo die alle herkriegen. Red Snapper. Ich habe auch keine. Sardine. Thunfisch. Thunfisch habe ich inzwischen. Oh, ich hoffe, den habe ich nicht verwurstet. Thunfisch habe ich ja inzwischen. Da müssen wir mal gucken. Weg damit. Das nicht. Frozen Tier. Ehrlich gesagt, wir haben noch ein paar Frozen Tier und die kriegen wir auch gut wieder. Fire Quartz, ja. Aquamarin, Jade. Thunder Egg hätte ich auch mitnehmen können. Die restlichen Thunder Egg, egal. Frozen Geode brauchen wir noch. Gut, okay. Dann schauen wir mal. Jetzt haben wir noch ein bisschen die anderen Geoden haben wir auch noch hier. La 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 la. Die muss ich noch auspacken lassen. Den Lehm und hier den Stein. Den können wir auch noch loswerden. Lehm und Stein, das lass sein. So. Dann gucke ich mal ganz kurz hier. Die Mayo ist auch fertig. Die nehme ich mal ganz kurz mit. Ich will das mal gerade ausprobieren. Ich will einmal nur gucken, was passiert, wenn wir das machen. Es geht also. Okay, ich habe keine Ahnung. Entenmayonnaise ist aber irgendwie schräg, möchte ich mal festhalten. Entenmayonnaise finde ich irgendwie komisch. So, huch. Nö, 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 huch. Das hier die pumsige Ente. Das kommt drin. Das kommt drin. Okay, vielleicht schauen wir mal ganz kurz. Vielleicht schauen wir mal ganz kurz. Vielleicht mache ich noch eine extra Kiste, wo ich von jedem vielleicht doch noch einen behalte. Ich weiß, wir haben gerade eine Menge eingesagt, aber das macht ja nichts. Einfach nur mal so. Einfach mal Sachen, die wir noch nicht gesammelt. Ne, einfach mal Sachen. Vielleicht brauchen wir die später noch für irgendeine Quest oder sonst irgendwas und haben wir es nicht. Deswegen behalte ich mir gerne von allem immer eins. Habe ich jetzt mal nicht gemacht. Sag ich mal, ich habe versucht, meinen inneren Schweinehund zu besiegen.
So, okay, gut. Frage, da haben wir die Mayo noch. Übrigens viermal Gold-Mayo möchte ich dazu erwähnen. Wir kriegen morgen hoffentlich einen hübschen Batzen. Und jetzt sollten wir eigentlich nochmal zurück zu Herrn DK. Der macht aber gleich zu. Schaffen wir das noch? Ich will die restlichen Gioden gerade mal aufkloppen lassen. Ich hoffe, das schaffen wir noch. Das wird mega knapp, das wird mega knapp. Der macht bestimmt genau wieder die Tür von der Nase zu. Ich kenne den doch. Oh, wir schaffen's. Ja, wir schaffen's. So. Restliche Gioden nochmal. Großartig. Dann haben wir die mal alle weg. Oh, was ist das denn? Eine Kochmütze. Eine Frozen Tier, sehr gut. Okay. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Fairy Stone. Günther? Günther, da freut sich Günther. Ein Fairy Ultra Stone, da kann man nämlich Geschirr mit spülen. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Ist das auch wieder ein Günther? Ist auch wieder ein Günther. Großartig. Fünf, na gut, fünf Eisen ist nicht so großartig, aber das hier. Aber es läuft heute großartig. Schon wieder ein Günther. Es läuft wieder viel besser. Das hier hat man, glaube ich, schon, ne? Das hat man, glaube ich, schon. Geil, Iridium. Das haben wir schon, ja. Drei Gold, da sage ich nicht nein. Was ist das denn? Eine alte Pflaume für Günther. Der Günther nimmt doch jede Pflaume, die er kriegen kann. Gut. Damit haben wir, glaube ich, alles ausgejodet. Ich glaube, der Günther, hat der Günther noch offen? Wäre schön, wenn wir das gleich in einem Abwasch machen. Da sind Würmer, ich weiß, aber das... Ja. Ey, Günther. Folgendes. Ich hab da wieder was, dann haben wir heute den Günther-Tag. Hier, Fairy Ultra für da unten. Oder nee, Fairy Ultra packe ich mal woanders hin. Finde ich hier sehr schön. Und hier, das passt da auch ganz gut hin. Dieses Ding, eher hier so hin. New Reward, nice. Das hier passt da unten zu den Dingern. Und das Weiße, die weiße Kochmütze, ehrlich gesagt, vielleicht doch eher da oben. Naja, ein Reward kriegen wir wieder. Wahrscheinlich wieder irgendeinen scheiß übertriebenen Bären fürs Haus. Crystal Chair, Alter, was ist das denn? Was ist das denn? Wow. Wow, a nice one. Guck mal, der Crystal Chair. Gucken wir uns natürlich später an. Fisherman hat man doch schon. Achso, hier. Fisherman Akt 1. Hä? Das verkackte Buch. Es ist immer Fischermann. Leck mich. Ich will mal wissen, was mit dem Fairy Stone auf sich hat. Fairy Stone, an old miner song suggests these are made from the bones of ancient fairies. Was? Aus Knochen alter Elfen? Hämatite. An iron-based mineral with interesting magnetic properties. Ja, ist mal sehr magnetisch. So eine Hämatite ist immer sehr magnetisch, da die zieht nämlich Blicke an, automatisch. Was ist das hier? Celestine. Some early life forms had bones made from this. Aha. Interessant. Oh, eine Sache, die wir noch machen müssen. Da wir jetzt Zwergisch können, habe ich ganz vergessen. Da wir jetzt Zwergisch können, können wir doch mal... Oder, das siehst du doch genauso. Was ist denn das? Rusty Spoon. Günther! Günther, ich habe vor deiner Tür einen Löffel gefunden. Ein Löffel. Der würde hier oben ganz gut hinpassen, aber ich pack den mal... Ein neuer... Oh, Alter, so ein Glück. Heute ist voll der gute Tag. Heute ist voll der gute Tag. Rare Crow. Yeah, noch eine Rare Crow. Geil. Heute ist ein... Guter Tag, die Musik ist weg. Nice. Also das nenne ich mal... Wenn das nicht Glück war, dann weiß ich auch nicht. So, ich gehe nochmal ganz kurz in die Mine. Ich will jetzt nämlich nochmal ganz kurz, was checken. Lala, denn wir können Zwergisch. Höhlenkarotten, Eintopf. Höhlenkarotten, Rostbraten. Höhlenkarotten, Suppe und Höhlenkarotten, au gratin. Und ein Ramekin von Höhlenkarotten, Brûlé, um die Nacht zu ersüßen, versüßen. Was? Oh, ach so. Was? Weathered Floor Recipe? Blueprint. Warum nicht? Ist ein Blueprint.
Rare Crow. Warum nicht? Plus 3 Mining. Für 1000. Aber die kann ich auch craften, ne? Miner Street kann ich auch craften, glaube ich. Oil of Garlic, Life Elixir, Bomb, Mega Bomb, Miner's Thread. Also schon ganz praktisch. Bomben kann ich auch selber herstellen, da brauche ich den auch nicht unbedingt. Cherry Bomb ist eher süß. Oil of Garlic, drink this and weaker monsters will avoid you. Okay, die sind aber mega teuer. Die sind echt für später. Also ganz ehrlich, die sind nicht für jetzt. Die sind auf jeden Fall nicht für jetzt. Dem sollten wir vielleicht Cave Carrots bringen, die wir alle verkauft haben. Aber wenn wir welche finden, bringen wir ihm die. Wir werden noch Freunde, mein Freund. Wir werden noch Freunde.